Hallo, meine Lieben. Ja, es gibt wieder News. Schaut her, meine Heimseite ist fast fertig. Aber eigentlich ist man ja mit einer Lyrik-Homepage, sage ich mal, nie fertig, gell? Okay, also, ich habe hier einen neuen Psycho-Thriller angefangen. Ja, natürlich nicht für Minderjährige oder für psychisch Kranke. Weil, naja, ich weiß nicht so recht, ob dies gut ist. So. Und hier kann man mir dann einen Kommentar hinterlassen. Vielleicht gefällt es einem ja so gut, dass er das oder sie gerne möchte. Und sonst habe ich noch alte Texte zugefügt, neue. Wie zum Beispiel narzisstische Primaten. Das ist so ein ganz klein bisschen in Buchform. Weil man hat da leider nur Spalten. Ja. So. Hier ist das Gästebuch. Kann man sich auch gern eintragen. Haben auch schon einige. Ja, was gibt's noch? Ein Forum. Habe ich noch nicht ganz eingerichtet, das muss ich noch machen. Ah, jetzt. Das habe ich wirklich hier, ist noch nicht ganz. So, werde ich noch in der Zukunft machen. Hier kann man sich auch anmelden, dann ist man ein Member. Ne? Also, ich finde, ich habe das sehr gut gemacht. Ich habe da jetzt wirklich 3 Tage dran gearbeitet, immer wieder nachoptimiert und so weiter und so fort. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, jetzt von dir zu hören, weil es gibt dort einen Mitgliederchat. Da kann man mich anschreiben oder andere, wenn sich andere anmelden zum Beispiel, ne, steht dann hier ein neuer Chat, neuer Gruppenchat, Volkslyrik. So. Da kann man den Gruppennamen eingeben, etc. pp. Und einen Freunde adden. Ne? Da das jetzt ganz neu ist, habe ich noch keinen großartigen, beziehungsweise großartiges Mitglied. Ja. Die Internetseite ist https://volkslyrik.wixsite.com/. Volkslyrik mit C. Aber natürlich, gell? Ich werde schon einen direkt anklickbaren Link veröffentlichen, ja? In der Beschreibung. Okay, bis dann. Tschüss.